Es gab ja den Krieg. Es sind ja 100.000 Menschen in Bosnien ums Leben gekommen und umgebracht worden. Die ganzen 90er Jahre durch eine Hyperproduktion von Hass. In den 90er Jahren aus sich kam eigentlich der Höhepunkt der Haiderschen Ausländer-Raus-Kampagne. Es gab ja damals auch das Ausländer-Raus-Volksbegehren. Es ist zwar das Ungewisse, das auf der anderen Seite steht, aber es ist doch die Gewissheit, dass das Leben nicht mehr bedroht ist. Stell dir vor, du musst als 16-Jähriger dein Heimatland Bosnien verlassen, kommst dann in ein Flüchtlingslager und musst dort monatelang leben. Was macht das mit einem, der im Teenageralter eigentlich vor dem Nichts steht, die Sprache nicht spricht und niemanden hier kennt? Mein heutiger Gast hat das alles erlebt. Vedran Cihic, herzlich willkommen. Freut mich sehr, danke für die Einladung. Wenn du so zurückdenkst an die Zeit, Treiskirchen, Flüchtlingslager, du bist da, glaube ich... Fast das ganze Jahr 1993, also bis zum Herbst, also im Herbst 1993 bin ich dann mit meinem Bruder nach Eisenstadt gezogen. Die Eltern waren noch in Treiskirchen und wir haben uns in einem Schulheim war das einquartiert und haben dann die Schulausbildung fortgesetzt. Das heißt, es war doch ein prägender Zeitraum, 9 Monate insgesamt in Treiskirchen. Und ganz kleine Zäsur bedeutet, dass man mit einem Schlag erwachsen wird. Erwachsen werden muss. Also ich habe in diesen 9 Monaten also de facto auch das ganze Schuljahr fast ausgelassen. Also es gab ja zwar Deutschkurse, Englischkurse, aber es gab ja keine reguläre Schulbildung in dem Zeitraum. Was für Gefühle kommen da in dir hoch? Ein Gefühl ist schon sehr stark auch bis heute. Und das ist das Gefühl der Sicherheit. Das ist ja paradox, also weil man flüchtet ja von einem Krieg. Und der Krieg bedeutet immer die unmittelbare Bedrohung der eigenen Existenz. Und die Angst spürt man. Also die Angst kriecht dann in die Knochen hinein und die sitzt irgendwo fest. Und ich kann mich erinnern, als wir dann, wir waren zuerst in Bosnien und sind dann irgendwie mit einem Konvoi des Roten Kreuzes nach Kroatien, haben es versucht, dann nach Schweden zu kommen, sind dann von der ungarischen Grenze abgewiesen worden, waren wieder in Kroatien und haben es dann über Umwege, hat uns jemand gesagt, in Treiskirchen gibt es noch Platz, versucht es einmal. Die Frage ist, ob ihr dann ein Spielfeld zurückgeschickt werdet oder nicht. Und wir haben es versucht, also waren ein Spielfeld und ich kann mich erinnern, also in dem Moment, wo wir dann über die Grenze rübergekommen sind, konnte ich aufatmen, weil ich gewusst habe, es ist zwar das Ungewisse, das auf der anderen Seite steht, aber es ist doch die Gewissheit, dass das Leben nicht mehr bedroht ist. Wir waren ja zu 8, also 2 Familien, sind gemeinsam auch gereist, in einem Zimmer mit 16, 17 Quadratmetern, also wo man so Stockbetten hat und da schläft man. Man hat aber das Essen, man hat die Sicherheit. Draußen gab es einen Basketballkorb, da habe ich den ganzen Tag Basketball gespielt. Also da gibt es dann irgendwie Freunde, man erobert sich die Welt dann irgendwie schrittweise. Es ist ein Leben, das nicht dem normalen Leben da draußen in Wien oder auch jetzt in der Gemeinde Treiskirchen entspricht, aber ein Leben, das dennoch für uns damals die Sicherheit bedeutet hat. Also die Eltern haben noch gehofft, dass irgendwann der Krieg bald zu Ende sein wird, also so wie wahrscheinlich viele Ukrainer und Ukrainerinnen, als sie 2022 gekommen sind, die meisten werden wahrscheinlich bleiben. Der Krieg wird länger dauern und so war es auch in Bosnien. Also der Krieg hat wirklich dann noch 3,5 Jahre gedauert. Wir sind nie zurückgekehrt. Und die Eltern haben gehofft, sie schaffen es, also bald ist der Krieg zu Ende, wir gehen zurück. Aber für uns war es irgendwie ziemlich bald klar, wir müssen uns da zurechtfinden. Aber warum stand das nie zur Debatte? Du sagst ja selber, der Krieg war ja dann irgendwann mal vorbei. Aber wieso hat man sich dann doch dazu entschieden, hier diesen Kampf zu führen, anerkannt zu werden und sich im Leben dann doch wahrscheinlich auch mehr durchboxen zu müssen als zu Hause in Bosnien? Ja, zu Hause in Bosnien gab es ja noch weniger Gewissheiten. Also der Krieg war zwar 1995 zu Ende, aber der Nachkriegszustand also war ja wirklich nicht unbedingt rosig. Also es gab ja kaum Arbeitsmöglichkeiten, also die Infrastruktur war teilweise zerstört. Die Städte haben sich verändert, also es gab ja diese ethnische Säuberung. Also das heißt, in den Städten, in vielen Städten sind dann auch auf einmal die anderen verschwunden. Also es war ja vollkommen anderes Bild der Gesellschaft und es war ja auch sehr, sehr unsicher, also wie sich das jetzt weiterentwickelt. Also auch wenn der Krieg zu Ende ist, sind die ganzen Animositäten und die negativen Gefühle, die jetzt die drei Völker in Bezug aufeinander gehabt haben, die waren ja da. Also Bosnien ist bis heute so ein politisches Experiment. Viele sagen ja auch, dass das Experiment de facto gescheitert ist. Es funktioniert, aber es ist jetzt kein normaler Staat. Es ist ein Staat, wo es ständig Konflikte gibt, wo sehr wenig weitergeht. Und für uns war es ja ganz klar, also wenn, und vor allem auch für meine Eltern,
wenn wir den Kindern eine Zukunft ermöglichen wollen, in einem Land, in einem Umfeld, also wo sie ganz normal eine Schule besuchen können, also wo sie die Möglichkeit haben zu studieren, also wo sie auch vielleicht nach eigener Leistung gemessen werden und nicht nach der Frage, ob jetzt ich Serbe, Kroate, Bosniake, aus einer Mische oder was auch immer bin, also diese Frage nach den gleichen Chancen, also sie dachten, dass das in Österreich sehr viel leichter zu finden sein wird als in Bosnien, wenn auch natürlich auch in Österreich diese Schwierigkeiten, diese Fragen sich immer wieder stellen. Hat sich aber diese Einstellung Flüchtlingen gegenüber im Vergleich zu 1992, 93 geändert? Es hat sich in Österreich schon einiges verschoben. Also wir haben ja in den 90ern, als ich kam, das war zu diesem Zeitpunkt eigentlich der Höhepunkt der Haiderschen Ausländer-Raus-Kampagne. Also es gab ja damals auch das Ausländer-Raus-Volksbegehren und das gesellschaftliche Klima hat sich ja sehr stark gewandelt gehabt. Und wir können ja durchaus sagen, dass die österreichische innenpolitische Debatte und auch das gesellschaftliche Klima sich seit den 90er Jahren bis heute über Haider, Strache, Kickl, aber auch die großen Volksparteien, also die Volkspartei und die Sozialdemokraten, die immer versucht haben oder oft versucht haben, auch einen rechten Kurs in der Migrationsfrage zu fahren. Bei den Bosniern damals waren die Voraussetzungen auch sicherlich besser als bei jenen, die 2015 kamen aus Afghanistan oder aus dem Irak, weil viele Menschen aus Bosnien oder aus Ex-Jugoslawien bereits in Wien gelebt haben. Also es gab ja eine Infrastruktur, eine Gastarbeiterinfrastruktur. Es gab eine Diaspora, die funktioniert hat. Und außerdem war ja Bosnien auch ein Teil der K&K-Monarchie. Ich meine, du bist ja Politologe. Wie blickst du aus Österreich runter auf den Balkan? Ich beschäftige mich selbst mit der Region, auch professionell. Also schreibe dazu, also diese Ausschreitungen zwischen Serbien und dem Kosovo und versuche das auch einzuordnen und zu verstehen. Und der Blick ist natürlich immer ein schwieriger, weil man sieht, dass die Schmerzen und die Wunden der 90er Jahre noch immer da sind. Aber diese Wunden kommen doch daher, dass man sie halt immer wieder aufschneidet. Es gab ja den Krieg. Also es sind ja 100.000 Menschen in Bosnien ums Leben gekommen und umgebracht worden. Es gab Zerstörungen in Kroatien, es gab den Krieg im Kosovo. Es gab ja eigentlich die ganzen 90er Jahre durch eine Hyperproduktion von Hass. Also jeder gegen jeden. Und das schafft eine riesengroße Wunde. Also das ist in jedem Krieg der Fall. Das wird auch in der Ukraine jetzt der Fall sein. Dann ist aber die Frage, wie geht man damit um? Also gibt es Politiker, die versuchen, also diese Wunden zu heilen? Also indem sie Institutionen aufbauen, indem sie sich mit der Geschichte befassen, indem sie Fakten und Daten an den Tisch legen? Oder versuchen sie es irgendwie zu instrumentalisieren? Und das ist eben die klaffende Wunde liegt darin begründet, also dass die politischen Eliten in den meisten von diesen Staaten weiterhin auf dasselbe Mittel der 90er Jahre setzen, und zwar Nationalismus. Also es geht darum, dass man die Menschen aufteilt, also man sieht jetzt Serbien, Kosovo oder Bosnien, also zwischen den Kroaten, Bosniaken und Serben, dass man dann selbst als Politiker profitiert, indem man aus diesem Repertoire der 90er Jahre, aus diesem Repertoire der gegenseitigen Bedrohung schöpft und den anderen immer als den Bösen darstellt. Was du gerade angesprochen hast, das war der typische Fall Bosnien. Ja. Wenn ich jetzt sage, schau mal nach Serbien, wie kritisch siehst du dieses ich finanziere Medien, damit alle Medien in meinem Interesse berichten? Ja. Der erste Punkt, also ich sehe all diese Staaten als meine Heimat. Und egal, ob ich jetzt in Zagreb, Belgrad, Sarajevo, Podgorica, Pristina oder sonst irgendwo bin, ich sehe das als meine Heimat. Also das ist mein Staat, ich bin in dem Staat geboren worden, ich verstehe die Sprache, verstehe die Leute, verstehe die Mentalität. Und was mich natürlich vor diesem Hintergrund sehr schmerzt, ist die Entwicklung in Serbien. Also Serbien ist leider, seitdem Aleksandar Vučić die Macht übernommen hat, 2012, zu einem semi-autoritären bis fast ganz autoritären Staat geworden. Es gibt eine mächtige Partei, also mit unglaublich vielen Mitgliedern, also ich glaube 800.000 Mitglieder hat die serbische Fortschrittspartei. Gemessen an der Bevölkerungsanzahl ist es vielleicht die größte Partei der Welt, vielleicht die chinesische hat vielleicht mehr oder wie auch immer. Aleksandar Vučić kontrolliert die Medien, hat als Präsident nicht die verfassungsmäßige Kompetenz, um all das zu tun, was er tut. Das heißt, er wirft auch die Verfassung über Bord. Auf die Kritiker reagiert er auch mit Aggressivität, was man immer wieder sieht. Und versucht eigentlich dieses Land in eine Richtung zu führen, dass eigentlich ein normales Serbien
zudeckt. Also man hatte das Gefühl von außen, das ist alles irgendwie nur, es geht nur um diejenigen, sind besser und schlechter als wir, die Albaner wollen uns an den Kragen, die Bosniaken wollen uns an den Kragen, die Opposition will uns. Wir sind genau, das ist die Opferhaltung. Und die Opferhaltung, also die dann politisch irgendwie so verbrämt wird, also dass man dann aus dieser Opferhaltung, also mit einer unglaublichen Aggressivität auch gegen das eigene Land vorgeht und gegen all die anderen Serben, die gegen mich sind, also das führt ja dazu, dass natürlich eine Gesellschaft implodiert gewissermaßen, dass Angst herrscht, also dass Gewalt normalisiert wird, also was man jetzt auch bei diesen Massen-Amokläufen gesehen hat und dass man dann tagtäglich auch vergiftet wird von diesen Boulevardmedien, die unter der Kontrolle des Regimes stehen, also die jeden Tag auf den Titelseiten keine Ahnung, Krieg. Ja, ja. Also die wollen den Präsidenten umbringen oder was auch immer. Und das erinnert mich, also das ist eigentlich eine Entwicklung, die nichts mehr mit einer normalen demokratischen Entwicklung eines Landes zu tun hat. Aber ich bin so froh, dass jemand das auch so offen ausspricht. Ich habe eine Tante, mit der diskutiere ich auch drüber, über die ganze Situation, gerade in Serbien zum Beispiel und zum Beispiel dieses Reality-Fernsehen in Zadruga und so. Es ist wirklich absurd, weil bei ihr läuft irgendwie fast 24 Stunden Pink, dieser größte Fernsehsender, private Fernsehsender, der komplett gesteuert ist. Also egal, was ich sage und wie kritisch ich das unten beleuchte, nein, das ist nicht so. Und ich denke, Alter, schalt doch einfach den Sender um. Schalt doch einfach mal um. Ja, aber das ist ja immer, das ist die Wirkung der Propaganda. Also wenn man wirklich beschallt wird, also die privaten Fernsehsender, die haben ja die landesweite Lizenz. Ja, das heißt, Pink kann in jedem Teil Serbiens empfangen werden. Es gibt auch die unabhängigen Sender, die können aber nur in Belgrad oder in großen Städten gesehen werden. Kabelfernsehen. Und wenn man natürlich also das konsequent macht und wirklich jahrelang und jahrzehntelang Menschen also mit einer bestimmten Musik bespielt, dann beginnen die das zu glauben. Mhm. Und das ist dann nicht ohne Grund, also das in der Corona-Zeit hat man es gesehen, aber auch jetzt im Nachhinein, dass zum Beispiel Serbien gerade eine Gesellschaft ist, die einen sehr, sehr hohen Anteil an Verschwörungstheorien hat. Mhm. Es sind immer die anderen, es ist immer die Amerikaner, der Westen will uns vergiften. Also also wenn es Überschwemmungen gibt, haben es die Amerikaner mit Satelliten irgendwie verursacht, um diesem tapferen Land irgendwie dann Schaden hinzuzufügen. Und man hat es ja auch, man sieht es ja auch seit dem Beginn des Ukraine-Krieges. Also es gibt ja, die Privatsender haben ja wirklich eine pro-russische Haltung gehabt. Und fahren die dann eigentlich konsequent. Ja. Und zwei Tage bevor der Angriff aus Russland auf die Ukraine erfolgt ist, gab es dann eine Titelseite von der größten Boulevardzeitung Informa, die dann geschrieben hat, also Ukraine greift Russland an. Das heißt, also diese Verdrehung der Realität, das setzt an, also in den Köpfen der Menschen und ist natürlich dann, also wenn der Präsident Vucic, also der das aber sehr, sehr gern auch macht, also es gibt ja Wochen, wo er fast jeden Abend irgendwo im Fernsehen sitzt und zwei Stunden herumdoziert über Gott und Welt und da quatscht er und der erzählt alles Mögliche. Die Leute schauen sich das an und irgendwann glaubt man das ja auch. Du hast zwei Töchter, die eine geht jetzt schon in die Schule. Welche Werte gibst du ihnen weiter? Ich meine, das ist natürlich immer die ganz große Frage, was tut man dann auch angesichts der eigenen persönlichen Erfahrung, die schmerzvoll ist, also die auch verbittert ist über das, was sich da abspielt. Wie gibt man das weiter an die Kids, aber nicht nur an die Kids, ich unterrichte an der Uni Wien und habe da Studierende, denen versuche ich Dinge beizubringen und versuche in den Medien auch immer wieder was zu sagen. Aber es gibt bestimmte Prinzipien, die für mich entscheidend sind. Also ich glaube, ein zentrales Prinzipium ist, dass man nie auf jemanden runterschauen darf, der eine andere Religion hat, einen anderen sozialen Status, einen anderen Bildungsgrad oder wie auch immer. In dem Moment, wo man beginnt, sich raufzustellen und von oben runterzuschauen, verwirkt man eigentlich auch das Menschsein bis zu einem gewissen Grad für mich. Und das versuche ich auch jetzt meinen Kids und auch meinen Studierenden weiterzugeben. Im politischen Bereich ist es für mich ganz zentral, dass eben dieses Prinzip der Toleranz aus dem Alltagsleben sich im Politischen in einer Auffassung über die Gesellschaft niederschlägt, wo Menschenrechte, Demokratie, auch Transparenz von Institutionen und von Verfahren, also wie Entscheidungen getroffen werden, im Mittelpunkt stehen. Und das wieder jetzt auf den Balkan blickend, ist in vielen Staaten ganz einfach nicht gegeben. Also wir haben Serbien kurz angesprochen, wir haben Bosnien und die Krise dort angesprochen. Auch andere Gesellschaften kämpfen damit, dass eben das Konzept der offenen Gesellschaft ersetzt wurde durch das Konzept der geschlossenen Gesellschaft von meinen Kumpeln, die in meiner Partei sind, von meinen Freunden.
wo dann immer das Volk und die anderen eingeteilt werden in die Guten und die Bösen. Und in dem Moment, wo man die Gesellschaft in Gut und Böse aufteilt, verliert man auch den sozialen gesellschaftlichen Zusammenhalt. Und das bedeutet auch die Gefahr dann für die Gesellschaft insgesamt. Und das sieht man auch am Beispiel Österreichs. Also Österreich ist eine Einwanderungsgesellschaft, in der aber von bestimmten politischen Parteien versucht wird, Menschen in zwei Klassen einzuteilen. Also diejenigen, die Migrationsvorder- oder Hintergrund oder Zwischengrund haben, sind auf der einen Seite. Wir, die organischen, authentischen Österreicher, sind auf der anderen. Diejenigen, die geflüchtet sind und über die Grenzen kommen, werden als Bedrohung aufgefasst. Die wir da sind, sind irgendwie besser. Diejenigen, die keine Staatsbürgerschaft haben, weil wir es ihnen sehr, sehr schwer machen, also sollen auch nicht mitbestimmen, obwohl sie in dieser Stadt leben, zum Beispiel in der Stadt Wien. Und ich glaube, das ist also diese Einteilung und binären Codes, die da verwendet werden, sind ein Unheil und führen dann meistens zu ganz großen gesellschaftlichen Verwerfungen und womöglich auch zu Konflikten. Also vielen Dank, dass wir da auch darüber reden konnten, weil ich finde, das ist auch ein wichtiger Punkt, weil viele vergessen auch, Sachen von beiden Seiten zu beleuchten. Dann vielen Dank fürs Kommen, Vedran. Gerne. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Passt. Super. Freut mich.